It is a world of darkness. The sin of Cain has spawned the cursed horror that stalks the night in search of living blood. The Kindred have long been a secret influence through all ages of human history, plotting against each other in a never-ending jihad. Their immortal progeny are among us to this day, hidden from the eyes of humanity by an elaborate masquerade. Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Vampire The Masquerade Redemption. Das ist der Vorgänger von Vampire The Masquerade Bloodlines. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt oder auch nicht. Jedenfalls, ich denke, das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall spielen will. Schauen wir eben in die Option rein. Und das Spiel ist was älter, das ist glaube ich 2000 rausgekommen. Gucken wir uns mal an, was hier alles geht. Okay. Hat er das von alleine verstanden? Brightness. Machen wir ein bisschen mehr. Ich mal Advanced Options. Gib ihm. Ich habe keine Ahnung, was das meiste hier bedeutet. Char Dynamic Lights. Ach komm, gib ihm. Und hier noch mehr. Ich habe keine Ahnung, was das hier ändert. Die Musik ist ein bisschen laut. Aha. Restart the game. Okay, dann müssen wir das gleich mal einmal machen. So. Gut, dann machen wir das jetzt einmal. Ich würde sagen, ich bin gleich wieder für euch da, wenn ich das Spiel neu gestartet habe. So, da bin ich wieder. Haben wir das Spiel jetzt neu gestartet. Ich hoffe, die Optionen wurden übernommen, aber es sieht irgendwie nicht so aus. Aber doch, er hat es drin. Okay, gut. Controls, ich hoffe, das werden wir einfach lernen mit der Zeit. Ich will mich da jetzt auch nicht großartig spoilern. Wir werden das jetzt spielen. Oh, Game Options. Subtitling? Machen wir mal. Dann Singleplayer. New Game. Moravian. My name is Christoph Rumpel. I'm a man of God and a soldier in heaven's cause. Of the Red Cross. Now hush.
Thou hast suffered a grievous wound and must rest. I must return to my... Oh! My lord, peace, I beg thee. Thy brave captain left a letter before thy sword brethren continued on their crusade. I thank thee for this news, my lady, and for thy care. Surely thou hast drawn me back from the jaws of death itself. 'Twas the Lord that saw fit to spare thy life. We humble sisters simply attended thee. Oh, Sister Ineska is too modest. She ministered to thy shattered body day and night, long after all others had given up hope. She did indeed restore thy life. I am Archbishop Giza. Thou hast done great service for Christendom, young sir. Tonight I shall make prayers of thanksgiving that thou live and may send more sinners to hell. I offer thee all my gratitude for thy service. I am in thy debt. The rosy life in thy cheek is payment enough. Am gleichen Abend. Okay, ich glaube, es geht los. Ist das ein Point-and-Click? Kann ich auch so laufen? WASD? Pfeiltasten? Nein, ich kann nur klicken. Okay, kann ich... Okay, ich kann so die Maus drehen. Ah, alles klar. Ich muss mich mal einmal ein bisschen einfinden. Was ist das? Okay. Ich bin noch ein bisschen überfordert davon. Wenn man wissen muss, was man hier alles machen kann. Ah, guck mal hier. Eine Truhe. Die leer ist. Super. Was ist das? Achso, das ist dieser Brief. Ah, safe. Okay, man kann an Kreuzen speichern. Wir sind ein christlicher Mensch, ja. Ein sehr christlicher Mensch. What the fuck? Wahrscheinlich sind hier einfach Zombies. Greift von einer an. Ich muss immer klicken. Okay, und auf jeden Fall die gute Nonne hat uns... Christoph, my wound. Die Wunde ist aufgegangen, nein. Tis nothing. A scratch. Kratzer. Es ist nichts, ein Kratzer, deswegen wird er ohnmächtig. The mighty walls of Prague once held all demons at bay, but the Schlachter have overtaken a silver mine to the east. With a haven so close to the city, they boldly walk the streets by night to kill, and worse than kill. Many have been dragged alive from their homes for some unspeakable purpose. I will never let them take thee. Oh, sir. Okay. Also. Ich glaube, zwischen denen wird was laufen, ja? Okay, tomorrow I shall venture into the silver mine and flush the woman. Also, entweder werden wir morgen hier die Silbermine, ja, einmal klären. Oder, mir geht's ziemlich schlecht, wenn es mir nicht so scheiße gehen würde, würde ich sie alle töten. Wahrscheinlich in ein, zwei Monaten gehe ich in die Minen. Natürlich gehen wir sofort in die Minen für unsere Allerliebste. Anishka. And flush the vermin from their holes. Thou must not. Thy wound is too great. Sie sagt, nein, nay, deine Wunde ist zu groß. I am resolved. They will pay in blood for the fright they have given thee. Oh, sir, should they harm thee, my heart... Come away, Anishka. Thou hast wasted enough of good Sir Christoph's time with thy idle chatter. Christoph, the Lord smiles upon thy wrath. I shall pray for thy victory. I shall not fail. I shall not fail. Okay. Also, die Anishka hat sich sehr, sehr viele Sorgen gemacht und sie sagte, sie würde das nicht ertragen. Aber er ist sehr entschlossen. Guck mal, ihre...
Ihre Klamotten sind voller Blut von uns. Oh, Sir, I pray for thy safety on so perilous a journey. Okay, danke. Können wir jetzt speichern? Ich möchte gerne speichern. Ist das möglich? Darf ich hier speichern? Jawohl, okay. Safe. The Covenant. So. Gibt es hier was? Immer noch nicht. Okay. Na, ich bin ja mal gespannt, ne? Oh, guck mal, hier geht's noch hoch. Das machen wir natürlich, oder? Oh, oder auch nicht. Okay. Ach, wunderschöne Grafik. The cheerful daylight world belies the horrors that prowl by night. How can the good people of Prague go about their business with such evil abroad in the land? Ja, er fragt sich, naja, erstmal hat er gesagt, so, das, so schön wie es bei Tag ist, kann man gar nicht so erwarten, was für Schrecken in der Nacht es so gibt. Alles klar, wir machen einfach hier Zerstörung und Vandalismus und bestehlen die Leute, ist kein Problem. Was ist hier drin? St. Thomas. God save and protect thee, his soldier, his wrath and vengeance. Danke für dein Gebet. Ja, das war ein Safe Game. Können wir da noch rein oder so? Nichts. Also, auf jeden Fall fragte er sich gerade, wie die Leute überhaupt ihrem Alltag nachgehen können, wenn es solche Schrecken gibt. Überall. Okay, da kommen wir überall nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein. Gut. Hier, achso, das ist das Covenant. Da sind wir gerade hergekommen. Oder sind wir aus einem anderen Covenant gekommen? Nein. Hallo? Hail and well met, Crusader. Hail and well met to thee, Knights of St. John. 'Tis good to hear the voice of a fellow Frenchman. We Knights of St. John are far from home, and I would we were back in France. Say not so. We should gladly go to the ends of the earth in service to our Lord. Good day to thee. Okay. Kann man mit denen sprechen? Nein, kann man nicht reingehen. Erstmal umsehen hier, ne? Alles versuchen, was geht. Ah, guck mal, hier sind Fässer. Kann man. Nein, die kann man nicht kaputt machen. Was gibt's hier? Auch nix. Kann ich mit der guten Dame sprechen? Auch nicht. Das geht auch nicht. Überall kleine X, wenn ich irgendwas machen will. Nein, nein, nein. Oh, 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 ja. Wunderschön. Oh mein Gott. Steuerung. Okay, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich will mich jetzt natürlich erstmal umsehen. Boah, ist das groß hier? Ich habe das irgendwie nicht erwartet. Geht überall nicht rein. Hier kommen wir raus, oder? Ja, Northern Gate. Court. Wahrscheinlich, da steht ja locked, ne? Ja, da kommen wir nicht raus. Okay. Aha, guck mal hier. Das können wir kaputt machen. Oh, OP, tut mir leid. Heia. So, hier ist noch was. Hier ist ein Pferdchen. Und hier ist noch was. Die sind doch alle leer. Wozu machen wir das? Vandalismus ohne Grund. Ah, a smithy. Now I may replace my war-weary armor. Okay, eine Schmiede. Also können wir unsere alten Klamotten erneuern. Hello. Hail, good Sir Blacksmith. I am Christoph of the Sword Brethren, and I seek to replace armor lost in battle. Ho there, young crusader. I be Jiri Borajov, and the very boards of me humble shop are honored to be trodden by a Sword Brethren. And who will ye be slaying in your new armor? I seek to slay the demons in the silver mines to the east.
You look a bit sickly, Sir Christoph. If ye do seek to spill the blood of the fiends in the mine, ye'll be needing special protection. The protection of the Lord suffices. I need no more than that. Ha! Tell that to your armor and sword. Nay, 'tis gypsy charms I be speaking of. Gypsy Charms, also Hilfe von einem, naja, was sind Gypsies? Ich will es ja jetzt kaum so sagen, aber war das nicht früher so dieses fahrende Volk? Also Hilfe von fahrenden Volk, kann so etwas überhaupt göttlich sein? Oder niemals, solche Magie ist des Teufels, oder? Wo soll ich denn solche fahrenden Volk, wie nennt man das? Talismane finden? Ich würde sagen... Aid from a gypsy? Can such a thing be godly? Why, did not King Saul seek out a wise woman and her familiar spirit in his time of need? Yea, that very King Saul, who had once banished all witches, sought a witch when he needed to learn of his future. She summoned the spirit of Samuel the prophet, and no mistake, 'tis in the Holy Bible. Okay, also entweder ich möchte meine Seele, also ich möchte es nicht riskieren, meine Seele mit ja, Allianzen zu besudeln, die unbedacht sind, oder? Es gibt auf jeden Fall ein bisschen Weisheit in ihren Worten. Ich gehe zu diesem fahrenden Volk. There is wisdom in thy words. I will go to this gypsy. You must promise me that the gypsy will come to no harm by my telling. Okay, wir müssen jetzt also versprechen, dass ja, wir denen nichts antun. Natürlich versprechen wir das. Go ye to the Golden Lane, where you'll find an herbal shop run by the old gypsy woman Unorna. There ye shall find something to aid ye surely. God be with ye, young one. Okay. Hier steht, also wir haben 50. Ich weiß echt nicht, was wir uns für 50 kaufen sollen. Das sieht ja alles wirklich schlecht aus. Wir könnten uns höchstens einen, ja, eine Keule kaufen oder ein Schild. Ich weiß nicht. Sollen wir ein Schild kaufen? Besser als nichts, oder? Können wir das wieder ausrüsten? Na, egal. Okay. Tis a deal. So, jetzt haben wir ein Schild. Super. Wenn wir mal mehr Kohle haben, werden wir auf jeden Fall hier mal Stammkunde. Okay, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo diese Gypsy sein soll. Unorna oder so hieß sie. Okay, wir müssen auf jeden Fall woanders lang. Was ist hier? Gate to Judith. Was? Judith Bridge. Okay. Wollen wir da hin zu Judith Bridge? Ich glaube, ich will mich erstmal noch umsehen. Hallo. Was geht? Aha, das ist einfach nur eine Gasse. So, und hier waren wir schon, ne? Das, genau, das war das verschlossene Tor. Ich bin sehr schlecht im Merken, im Orientieren. Also das bedeutet, ihr werdet wahrscheinlich sehr leiden unter meiner Orientierungslosigkeit. Da müsst ihr einfach mit leben. Ah, guck mal hier. Empty barrels everywhere. So, was ist das? Gute Dame. Aha, nix. Super, hat sich ja gelohnt.